Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute gibt es mal wieder einen DM-Haul. Wie im letzten Video erwähnt, war ich ja in Leipzig und war auch gut im DM einkaufen und wollte das in ein extra Video machen, deswegen gibt es heute den DM-Haul. Ich habe hier eine volle Tüte von DM und würde sagen, fangen wir jetzt auch sofort an. Und zwar habe ich mir zuerst diese Maxi-Pads von Evelyn gekauft. Ich habe ja mir andere geholt von Müller und die finde ich so schrecklich, dass ich mir jetzt hier unbedingt gleich zwei Packungen kaufen musste, da ich ja bei mir in der Nähe keinen habe. Und ich liebe diese Maxi-Pads, deswegen habe ich mir die gekauft. Und die Preise werde ich euch in die Infobox schreiben, weil ich die jetzt nicht mehr auf dem Kopf weiß. Dann habe ich mir von Evelyn noch die 80 Kosmetikstäbchen geholt. Also hier einmal mit dieser flachen Seite und dieser spitzen Seite. Und ja, ich liebe die, deswegen habe ich sie mir wieder nachgekauft. Die halten auch ewig und deswegen finde ich die echt gut. Dann habe ich mal was Neues hier, beziehungsweise ich wollte mal was Neues ausprobieren. Und zwar habe ich hier vom Balea von der Soft & Clear Reihe ein Anti-Picke-Gel und ja, ich habe noch nicht so das perfekte gefunden, womit meine Pickel abklingen, schneller weggehen und sowas. Deswegen wollte ich das jetzt mal ausprobieren. Ich bin mal sehr gespannt, ich habe es noch nicht ausgetestet. Dann habe ich hier was ganz Cooles und zwar von Balea eine Schaumseife, die Garden Eden. Und ja, das ist so eine richtig coole Schaumseife. Ich liebe so eine Schaumseifen, die gab es immer überall im Hotel und das fand ich immer mega cool. Deswegen habe ich mich gefreut, als ich die gefunden habe und dachte mir, die muss einfach mit. Dann habe ich mir von Balea noch die Anti-Mitesser Nose Stripes geholt. Ich liebe die ja über alles und habe es gleich mir fünfmal geholt, weil ich, wie gesagt, so selten dahin komme und die immer reichen müssen. Und hier sind ja jeweils drei Stück drin in so einer Verpackung und ich liebe die und deswegen mussten sie einfach wieder mit. Dann habe ich was richtig Cooles entdeckt und zwar eine Limited Edition von Balea, ein Body Spray, was nach Melone riecht. Und ich bin ja momentan so auf dem Melonentrip und deswegen musste das einfach mit. Das riecht so krass nach Melone auf eurer Haut und deswegen, ich habe das gesehen, habe aufgemacht, gerochen und habe sofort in meinen Wagen geworfen. Also ja, es musste mit. Dann habe ich mir für den Urlaub, ja, ich fliege zwar erst im Juni weg, aber ich dachte mir, ich muss einfach schon mal was kaufen. Und zwar von Balea das Rasiergel Pink Grapefruit in so einer kleinen Variante. Weil es bei uns nie irgendwelche kleinen Rasiergele gibt, also immer nur Schaum und ja, deswegen habe ich das einfach mitgenommen und riecht auch sehr gut. Da mein Haaröl fast alle ist und ich mal ein neues brauche, da habe ich mir von Balea, ich habe irgendwie nur Sachen von Balea und Evelyn gekauft, von Balea halt das Color Schutz Haaröl, da ich ja meine Haare, wie ihr wisst, gefärbt habe, dachte ich mir, ich nehme jetzt einfach mal das Haaröl mit. Für mich sind eh alle Haaröle irgendwie gleich, aber die von Balea sind auch sehr ausgiebig und reichen sehr, sehr lange, obwohl ich ein Mensch bin, der sehr, sehr viel Öl benutzt für seine Haare. Dann kommen wir jetzt noch zu Haarprodukten und zwar habe ich mir einmal von Aussie das Miracle Moist Shampoo gekauft für trockenes Haar. Das ist so ein kleines, weil ich das erstmal austesten wollte und ich bin mal sehr gespannt, wie diese teureren Shampoos sind, ob die nun wirklich was anderes bewirken oder ob ich trotzdem das günstigere nehmen kann. Bin mal sehr gespannt. Und dann habe ich mir von dieser, ich habe immer keine Ahnung, wie die heißen, diese, ihr wisst schon, welche ich meine hier, diese Argan Oil of Morocco. Auf jeden Fall diese Shampoos hier, gibt es ja auch in klein und ich dachte mir, bevor ich mir das große für 8 Euro kaufe, probiere ich erstmal die kleinen aus und habe mir einmal Shampoo und einmal Conditioner gekauft und bin mal sehr, sehr, sehr gespannt. Ich habe schon sehr gute Sachen darüber gehört und will mal wissen, ob es bei meinen Haaren auch was bringt und freue mich sehr darüber, dass ich es gefunden habe in klein. Und dann kommen wir jetzt noch zu drei Beauty-Produkten und zwar habe ich zuerst von Trended Up einen neuen Nagellack gekauft und zwar die Nummer 210, das ist so ein Türkis, finde ich sehr, sehr schön, bin mal gespannt, wie es auf den Nägeln aussieht. Und dann noch zwei Sachen von P2 und zwar einmal den P2 Mattifying Perfection Concealer. Ich habe noch keinen Concealer von P2 und deswegen wollte ich den jetzt einfach mal ausprobieren. Habe den heute auch schon ausprobiert und bin eigentlich ganz zufrieden damit. Muss mal gucken, wie viel ich davon noch drauf machen muss, damit es wirklich alles perfekt abgedeckt ist. Und das ist die Farbe 015 Perfect Nude, also die hellste Farbe. Und bin dann mal sehr gespannt, auch wie lange er halten wird.
dann habe ich mir von P2 noch eine Mascara gekauft. Ich hatte noch nie eine Mascara von P2 und ich stand ewig davor, bis ich diese hier entdeckt habe. Und zwar ist es die Multidimension Mascara. Die hat so ein ganz, ganz dünnes Gummibürstchen. Und mit so einem Bürstchen komme ich am besten klar, weil die mir am meisten Schwung geben. Und ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt, wie die sein wird. Und ja, da ist meine Tüte leer. Und das war es dann auch schon mit dem DM-Haul. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, ihr lasst meinen Daumen nach oben da, wenn es euch denn gefallen hat. Und ja, vielleicht habe ich euch eine kleine Inspiration für euren nächsten DM-Haul gegeben. Und ja, ich liebe ja DM-Hauls. Und dann würde ich sagen, sehe ich euch hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüss!